Hallo zusammen, heute lese ich vom Schlunz und der geheimnisvolle Schatten das Kapitel 14. Also, Adelheid hatte offensichtlich sich auch erschrocken. Sie trug eine viel zu kurze, hellgrüne Jogginghose mit Gummibündchen, die irgendwo unterhalb der Knie ihre dünnen Beine umspannte. Ihre nackten Füße steckten in blauen Badeschuhen aus Plastik. Oben trug sie ein Gemisch aus Nachthemd und T-Shirt. Es war schwarz und trug vorne ein aufgebügeltes Bild von einem der Sänger, die immer in den Musiksendungen auftraten, bei denen Papa sofort weiterschaltete. Also, wiederholte Adelheid und schob ihre Brille auf ihre Nase nach oben. Was macht ihr hier draußen mitten in der Nacht? Wir mussten mal aufs Klo, antwortete Schlunz. Er hatte seine Augen und seinen Mund aufgerissen. Also war es ihm auch peinlich. Habt ihr denn diesen Krach hier draußen vor der Tür gemacht? Fragte Adelheid weiter. Wir haben uns ein bisschen, Schlunz schaute zu Lukas rüber, ein bisschen was angeschaut. Adelheid schob ihre Brille wieder nach vorne. Was denn? Schlunz schaute immer noch zu Lukas. Es schien, als würde er schon wieder ein bisschen grinsen. So dies und das. Adelheids Haare hingen ihr wirr ins Gesicht, ohne Knoten, den sie sonst oben auf dem Kopf trug. So konnte Lukas allerdings erkennen, dass ihre Haare viel zu kurz und zu wenig waren und damit so einen großen Knoten binden zu können, wie sie ihn sonntags im Kindergottesdienst trug. Sicher brauchte sie für ihren Knoten sonst dieses... Oh Schreck, das Haarteil. Das hatten sie ganz vergessen. Schlunz trug es noch auf dem Kopf. Im selben Augenblick erblickte Adelheid das Haarteil auf Schlunzes Kopf. Aber das ist ja... Adelheid musste mehrmals blinzeln, um sicherzugehen, dass sie richtig gesehen hatte. Also so eine Unverschämtheit. Gib mir sofort mein... Schlunz hatte zum Glück gleich kapiert, was Adelheid meinte und riss sich das Haarteil vom Kopf. Ach du Schreck. Die Haarnadeln steckten noch in dem Knäuel. Bitteschön, wir haben es nicht böse gemeint. Nicht böse gemeint, natürlich nicht. Adelheid entriss ihm das haarige Päckchen. Ihr wolltet nur einer gutmütigen Frau in der Handtasche herumwühlen. Das wolltet ihr. Wir fanden das lustig, sagte Schlunz und es klang sehr kleinlaut. Lustig, aha! Sie schaute von Schlunz hinüber zu Lukas und ihr Blick wurde noch strenger. Lukas, zischte sie und ihr Zeigefinger schnellte wie ein Springmesser in die Luft. Das hätte ich von dir nicht gedacht. Sie schwang ihren Zeigefinger wie ein Zauberstab, während sie weiterredete. Meinst du wirklich, dass dir der Umgang mit diesem Jungen gut tut? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder. Oh weh, der Weg der Sünder. Das war einer ihrer Lieblingssätze aus der Bibel. Den benutzte Adelheid immer dann, wenn sie den Kindern beibringen wollte, dass man bei dummen Streichen der anderen nicht mitmachen sollte. Lukas senkte reumütig den Kopf und sah zu Boden. Entschuldigung, murmelte er leise. Adelheid öffnete den Reißverschluss ihrer Handtasche, um das Haarteil hineinzustopfen. Aber kaum hatte sie die Tasche offen und einen kurzen Blick hineingeworfen, da kam schon der nächste Schreck. Der Hundehaufen. Adelheid schrie, als hätte sie eine Maus, eine Spinne oder eine Riesenschlange gesehen. Dabei hielt sie die Handtasche mit ausgestreckten Armen vor sich entfernt und kippte sie aus. Da flog alles auf den Boden. Bürste, Fotos, der Hundehaufen, die Schminksachen. Es klirrte und schepperte. Adelheid holte immer wieder Neuluft, um laut zu schreien. Rechts und links kamen schon vereinzelt Menschen aus ihren Wohnwagen. Einen Augenblick lang starrte sie peinlich berührt auf all die Dinge, die sich nun auf dem Boden verteilten. Dann verengte sie ihre Augen zu einem gefährlichen Spalt und sah die Jungen nacheinander an. Wer war das? Adelheids Augen glühten vor Zorn. Wer hatte die Frechheit, meine Handtasche als Toilette zu missbrauchen? Der ist nur aus Plastik, sagte Schlunz. Wir wollten mal einen lustigen Streich machen. Ha, sehr lustig, sehr originell, fauchte Adelheid, hockte sich vor ihre Tasche, betastete vorsichtig den Hundehaufen und nahm ihn dann in die Hand. Wem gehört er? Mir, sagte Lukas und wagte nicht, sie anzuschauen.
Also! Adelheid drückte energisch ihre Brille nach oben und schaute, als wollte sie mit einer Strafpredigt starten. Aber dann schien sie es sich doch anders zu überlegen und begann, ihre Tasche einzuräumen. Als sie den Lippenstift und die anderen Schminkstifte in ihre Tasche legte, schaute sie kurz zu den Jungen, so als wollte sie sich dafür entschuldigen, so etwas in ihrer Tasche zu haben. »Wir helfen Ihnen«, sagte Schlunz schnell und setzte sich dazu. »Finger weg«, keifte sie, »das mache ich selbst.« Ein kurzer Windstoß blies das Haarteil davon. »Auch das noch!« »Wir holen es!« Schlunz lief sofort los. Lukas beschloss, hinterherzulaufen und sich nicht länger Adelheids zornigem Gesicht auszusetzen. Das Haarteil rollte munter über den Pflasterweg. Zwei nächtliche Radfahrer kamen gemütlich die Straße entlang, genau dem Haarknäuel entgegen. »Achtung!« rief Schlunz. Der eine Radfahrer sah nur den pelzigen Ball auf sich zugerollt kommen und dachte, wahrscheinlich gleich würde er ein Tier überfahren. Er bremste scharf und riss seine Lenkstange zur Seite. Mit einem erstickten Schrei knallte er über die Bordsteinkante und bretterte in das Vorzelt eines Wohnwagens hinein, wo er mit lautem Krachen liegen blieb. Der andere Radfahrer hatte sich davon nicht beirren lassen und fuhr einfach über den Haarknoten. Als die beiden mit dem völlig verdreckten Haarteil bei Adelheid ankamen, erwartete sie die beiden schon mit strengem Blick. Ihre Fäuste hatte sie in die Seite gestemmt. »Das wurde aber auch Zeit«, begrüßte sie sie. »Tut uns leid«, sagte Schlunz. »Das war eine dumme Idee.« »Allerdings«, erwiderte Adelheid streng, »ich hoffe, das war euch eine Lehre.« Lukas überreichte ihr das Haarteil. Adelheid packte es ohne ein weiteres Wort in ihre Handtasche. Die beiden Jungen drehten sich schon wieder zum Gehen um, da rief Adelheid sie noch einmal zurück. »Lukas?« »Ja?« »Was ist das mit deinem künstlichen Hundehaufen? Hast du den absichtlich hier liegen lassen?« Lukas drehte sich noch einmal zu Adelheid um. Sie hielt Lukas Hundehaufen in der geöffneten Hand. »Oh, den habe ich vergessen.« Er nahm den Scherzartikel und steckte ihn in die Hosentasche. »Danke.« Aus einem der Vorzelte kam der verunglückte Radfahrer heraus und schob leicht ächzend sein Fahrrad vor sich her. Auf einer seiner Schultern hing ein Geschirrtuch und an seinem Kopf klebte ein Salatblatt. Während sie zu ihrem Schlafplatz zurückgingen, traute Lukas sich nicht, sich noch einmal umzudrehen. Er hatte das Gefühl, Adelheid würde noch lange, lange dort stehen und ihn mit strenger Miene nachschauen. So, das war das Kapitel 14 vom dritten Teil Schlunz.